Kilometer startet mit unserem nächsten Kandidaten bei der Club-Challenge. Till Klimke, Keeper der HSG Wetzlar und Jungnationalspieler, stellt sich der Herausforderung. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, mit 6 Treffern kann man nicht zufrieden sein. Waren 2 unglückliche an Pfosten, aber natürlich 2 auch direkt am Tor vorbei. Der 2. hat dann natürlich dann, glaube ich, den Lauf zerstört. Kein Lauf bei Till Klimke und damit auch kein neuer Spitzenreiter in der Club-Challenge-Wertung. Bad Ravensbergen bleibt die Nummer 1, während sich Klimke für die HSG Wetzlar mit seinen 6 Treffern auf Position 8 einreiht. Und damit kommen wir zu einem alten Hasen in der Liquimoli HBL. Daniel Kubesch hat als Spieler in 5 verschiedenen Clubs der Liga gespielt. Jetzt ist er Trainer der HSG Nordhornlingen und hat uns seine Traumsieben aufgestellt. Hallo, ich bin Daniel Kubesch, Trainer bei HSG Nordhornlingen. Und ich werde euch heute meine Traumsieben vorstellen. Ich muss Peter Gentzel in Tor nehmen als mein Top-Torhitter. Ich finde Peter. Er war ein großartiger Torhüter. Ich finde, dass er auch ein großer Charakter war. War Vorbild im Training für uns alle, die mit ihm gespielt haben. Und selten habe ich so einen talentierten Sportler gesehen. Egal, was er angefasst hat, hat bei ihm funktioniert. Auf links außen nehme ich Stefan Kretschmer, weil er unglaublichen Strahlkraft hat und ganz ehrlich auch große Ausstrahlung und Präsenz auf dem Handballfeld, der man selten von links außen gesehen hat. Rückraum links nehme ich Philipp Picha. Nicht weil wir sehr gut befreundet sind, aber weil er geborener Sieger ist und unheimliche Wille zum Siegen hat. Und, in dem Maße ist das auch einmalig. Rückraum Mitte nehme ich Magnus Andersson. Er war ein genialer Mittelmann und er war vielen Spielern einen Schritt voraus und mir leider 2. Rückraum rechts nehme ich Kim Andersson. Also ich finde, Kim hat ja, sehr lange die Position geprägt und die Leute, die gegen ihn oder mit ihm gespielt haben, verstehen, was für ein überragender Spieler er ist. Es hat ja, unheimlich viel Spaß gemacht, ihn jeden Tag im Training zu sehen. Und viele von den Leuten, die ich genannt habe, haben so besondere Motor, besondere Motivation in sich drin. Und bei Kim war das genauso. Rechts außen nehme ich Jan Philipp, einer von meinen besten Freunden. Und der Junge hat mir ein bisschen unter Arm genommen. Er hat mir wirklich gezeigt, was bedeutet, Profi-Handball zu spielen. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich bin ihm dafür auch für immer dankbar. Am Kreis nehme ich Bjarte Mirhol. Ich finde, er ist ein Spieler mit sehr, sehr, sehr großem Herz. Und das alles, was er gesundheitlich durchgemacht und die ganzen Jahre, welche er auf dem höchsten Niveau spielt, er ist mega Vorbild für uns alle. Eine neue Runde Hand aufs Harz und zwar mit Christopher Bissel, Flügelflitzer und Dauerbrenner des HC Erlangen. Hallo Christopher. Hallo. Erlangen ist für dich? Heimat. 14 Jahre beim HCE, wird das nicht mal langweilig?
Nee, das ist noch mit viel Abwechslungen verbunden. Wie sieht die Abwechslung aus? Ja, ab und zu mal neue Spieler. Und ansonsten passiert ja auch recht viel. Du hast in der letzten Saison kein Spiel verpasst. Hast du ein Geheimrezept für Fitness und Gesundheit? Nee, ich habe, glaube ich, einfach Glück. Wann geht es im Hause Bissell mal nicht um Handball? Ja, wenn es um was anderes geht. Wie lässt sich deine Profikarriere mit einem Jurastudium vereinbaren? Schwer. Du gewinnst ein Meet and Greet mit einem Star deiner Wahl. Für wen würdest du dich entscheiden? Oh, gute Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall irgendein Sportler. Und ich nehme jetzt einfach mal Sebastian Firnhaber. Und warum? Weil er ein super toller Spieler ist und eine tolle Zukunft vor sich hat. Was würdet ihr machen? Ich denke, wir würden einen Kaffee zusammen trinken gehen, auf jeden Fall mit Latte Art auch. Und ja, dann essen wir ein bisschen Kuchen dazu. Ist das Glas eher halb voll oder halb leer? Halb voll. Drei Apps, die auf deinem Handy nicht fehlen dürfen? Die E-Auto-Lade-App, Instagram und Apple Music. Hast du immer das letzte Wort? Nein. Danke, Christopher. Sehr gerne. Das war's auch schon wieder mit 7 Meter. Die nächste Ausgabe gibt es in 2 Wochen am 28. April. Run!